Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr merkt das schon an meiner Laune. Ich freue mich total, dieses Video hier zu drehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen. Es ist unfassbar lange her und ja, um genauer zu sein, 4 Monate. Es ist 4 Monate her, dass ich ein Video gedreht habe hier auf diesem Kanal. Ich möchte einfach mal Danke sagen, dass ihr noch da seid so und dass ihr euch dieses Video anschaut. In dem heutigen Video gibt es so ein kleines Live-Update. Ich möchte euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und ja, falls ihr interessiert seid, dann bleibt sehr gerne dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also Leute, ich habe echt lange darüber nachgedacht, wo ich überhaupt anfangen soll, weil also irgendwie hängt alles so krass zusammen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das eine weglasse, ergibt das andere gar keinen Sinn mehr. Wenn ich aber alles erzähle und wirklich von null auf anfange, dann reicht dieses Video hier nicht. Und deshalb versuche ich mich jetzt einfach so kurz wie möglich zu halten. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich hatte eine Firma mit meinen Eltern zusammen, auch als ich mit YouTube angefangen habe. Ich glaube, es gibt mal irgendwo ein Video, wo ich darüber spreche. Wie ich eigentlich dazu gekommen bin, habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Und es ist so, dass ich sehr, sehr lange Zeit nicht wusste, was ich überhaupt werden möchte und welchen Beruf ich überhaupt wählen soll. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich etwas Vernünftiges, etwas Seriöses machen muss und habe für mich dann einen Bürojob ausgesucht. Da habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass es nicht meins ist. Was ich aber stattdessen machen sollte, wusste ich nicht. Vielleicht kennt das ja jemand von euch. Und der einzige Gedanke, der jedes Mal durch meinen Kopf geschossen kam, war Selbstständigkeit. Ich will selbstständig sein. Ich hatte keine Ahnung womit, aber ich wollte selbstständig sein. Gesagt, getan. Ich habe dann meine Eltern dazu überredet, eine Firma zu eröffnen. Und das hatten wir dann auch gemacht. Mit 21 saß ich dann in meinem Büro. In den ersten Moment war ich sehr, sehr glücklich und sehr froh darüber, weil ich habe es geschafft, hatte ich das Gefühl, dass die ganze Arbeit eigentlich mir bevorsteht. War mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Ich war glücklich. Ihr habt es jetzt schon rausgehört. Nach circa 1,5 Jahren habe ich gemerkt, dass ich einfach nur ein Büro gegen ein anderes umgetauscht habe. Und das andere, die Selbstständigkeit, da hatte ich einfach viel, viel mehr Verantwortung, viel mehr Arbeit und viel mehr Druck. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist und habe dann angefangen, während der Selbstständigkeit nach anderen Möglichkeiten zu suchen, nach anderen Möglichkeiten, wie man Geld verdienen könnte, so. Und habe sehr viele Sachen ausprobiert, die, ja, auch nicht das waren, was ich mir vorgestellt habe. Und dann kam eine Phase in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass dieser Job oder dass diese Unzufriedenheit, dieses Unglücklichsein mich extrem runtergezogen hat. So extrem, dass ich mich nur noch beschwert habe. Ich war nur noch negativ. Ich wusste auch nicht, was ich dagegen tun kann. Ich wusste nicht, wie ich aus diesem Loch wieder rauskommen kann. Ich hatte das Gefühl, dass alle anderen um mich herum die Schuld daran haben. Ich habe mich als ein Opfer der Umstände gesehen. Und ja, dann kam halt ein Moment in meinem Leben, das war ein Augenblick, der wahrscheinlich mich wachrütteln sollte. Also so nehme ich das jetzt im Nachhinein auf. Und ich bin auch sehr dankbar, dass das genau so passiert ist, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich hatte einen Autounfall. Ja, das war der Moment, der mir so krass bewusst gemacht hat, dass das Leben nicht endlos ist. Dass wir nicht unsterblich sind und dass es irgendwann mal alles vorbei ist. Und wir nicht die Zeit verschwenden sollten mit Dingen, die uns traurig machen, mit Dingen, die uns unglücklich machen, mit Dingen, die uns depressiv machen. Ich glaube, das Leben ist für etwas ganz anderes gedacht. Und zwar, um glücklich zu sein, Freude zu haben und das Leben zu genießen. Das war der Moment, wo ich das verstanden habe, aber noch nicht ganz zu 100% begriffen habe. Es war aber genug, um mich zum Handeln zu bringen. Ab diesem Moment wusste ich ganz genau, dass ich eins nicht mehr will, und zwar das Leben, was ich bis jetzt geführt habe. Und ich habe angefangen, Bücher zu lesen, ich habe angefangen, mich zu informieren, ich habe angefangen, Menschen zu studieren, die etwas anders in ihrem Leben gemacht haben. Ich wollte herausfinden, was sie getan haben, wie sie es gemacht haben, weil ich wollte auch ein anderes Leben. Ich wollte kein Standardleben. Ich wollte nicht dieses, ich gehe stumpf zur Arbeit von morgens um 9 bis 16 Uhr oder 18 Uhr und komme dann total erschöpft nach Hause und setze mich vorm Fernseher und das ist dann mein Leben. 5 Tage die Woche und Samstag, Sonntag sind die einzigen 2 Tage, wo ich wirklich leben kann, wo ich wirklich das tun kann, was mir Freude bereitet, was mich glücklich macht. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und das wurde mir so krass bewusst und deshalb habe ich gesagt, ich muss etwas dagegen tun. Habe damit angefangen, auf
mich zu hören. Was ist es denn, was mir Freude bereitet? Was ist es denn, was mir Spaß macht? Oder was ist das, was ich schon immer mal machen wollte, aber mich nie getraut habe, es zu tun? Ja, das ist das hier. YouTube, das ist Instagram. Das ist mit Menschen da draußen meine Erfahrung zu teilen und vielleicht Menschen zu inspirieren. Und das hat mir wiederum gezeigt, wie es sein kann, wenn man etwas tut, was man gerne tut. Und wie sich die Emotionen und die Laune verändern, wenn man das tut, was man liebt. Und das ist so unglaublich. Das waren so Momente, die mich auch dazu motiviert und inspiriert haben, weiterzugehen, weiterzugraben, nach mehr zu suchen. Das war so der Beginn, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht, dass mir das Leben einfach geschieht. Ich möchte aktiv werden, ich möchte etwas unternehmen, ich möchte etwas erschaffen. Mein YouTube-Kanal und mein Instagram habe ich damals auch mit Beauty angefangen. Und ich hatte schon immer was mit Beauty zu tun. Ich habe schon immer super gerne meine Mädels fertig gemacht, den Augenbrauen gezupft, Haare gefärbt, Nägel gemacht, geschminkt. Und als ich angefangen habe, habe ich plötzlich Anfragen bekommen auf Instagram, ob ich denn nur mich schminke oder auch andere. Und ich habe gesagt, ja, na klar, schminke ich auch andere Menschen. Ich meine, das habe ich doch immer mit meinen Freundinnen gemacht. Ja, daraus ist so ein kleiner Nebenverdienst entstanden. Ich habe nebenbei dann angefangen, als Make-up-Artist, als Visagistin zu arbeiten. Das war immer so nebenbei und total unkompliziert. Ja, aber irgendwie habe ich immer gedacht, wenn ich das hauptberuflich machen würde, dann würde ich bestimmt irgendwann mal keinen Bock mehr drauf haben. Also so war meine Einstellung zu einem Beruf, weil ich immer so negative Erfahrungen gesammelt habe, hatte ich das Gefühl, wenn ich mit einer Sache anfange und die lange mache, dann wird sie mir irgendwann mal keinen Spaß mehr machen, weil ich meine, meine erste Selbstständigkeit war ja am Anfang auch, wow, ich habe mich total gefreut, ich hatte total Spaß daran und irgendwann mal halt eben nicht mehr. Und genauso war das bei allen meinen Jobs, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich hatte Angst, meine Leidenschaft, meine Kreativität kaputt zu machen, indem ich das als Beruf ausübe. Versteht ihr? Aber das war der Stand der Dinge damals. Zu dem Zeitpunkt war ich zwar nicht vollkommen zufrieden mit dem, was ich mache, aber ich hatte auch nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwas zu verändern. Also kein krasses Bedürfnis. Ein bisschen vielleicht schon. Ich war aber danach noch nicht bereit, radikal etwas zu verändern. Und in den letzten Jahren hat sich super viel verändert. Ich habe mich entwickelt. Ich habe viele neue Dinge für mich entdeckt, die mir Spaß machen. Und allgemein habe ich festgestellt, dass ich sehr wissbegierig bin. Ich bin sehr offen für Neues. Und ich sauge Informationen wie ein Schwamm auf. Und in dieser Zeit habe ich auch die vegane Ernährung für mich entdeckt. Ich habe meine Ernährung umgestellt und mein Interesse reichte sogar so weit, dass ich ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin abgeschlossen habe. Unter anderem auch, weil ich festgestellt habe, dass es mir gut tut, dass diese Ernährungsumstellung mir gut tut. Und ich möchte andere Menschen dabei unterstützen, auch eine Ernährungsumstellung durchzuführen. Vielleicht nicht genau das Gleiche, weil ich meine, wir sind alle individuell und es muss nicht jeder auf dieser Welt vegan sein oder sich so ernähren, wie ich mich ernähre. Aber man könnte immer etwas für seine Gesundheit tun. Man könnte immer etwas für seinen jetzigen Zustand tun. Dass man vielleicht klarer wird, dass man viel mehr Energie hat. Leute, es ist ganz genauso wie bei einem Auto. Ihr könnt ja auch keinen Benziner mit Diesel voll tanken, weil dann wird dieses Auto nicht fahren. Und ich finde, dieses Beispiel ist sehr gut. Nur ein kleines Detail wird hier nicht beachtet. Und zwar ist es bei einem Auto so, du tankst ein Auto und ja, dieses Auto hat dann Treibstoff, um voranzukommen. Bei uns Menschen ist das mit der Ernährung sehr ähnlich. Das Einzige ist, der Sprit hat keinen Einfluss auf das Äußere, auf das Aussehen und die Bestandteile eines Autos. Also es hat keinen Einfluss darauf. Bei uns Menschen ist das ein kleines bisschen anders. Wenn wir unser Treibstoff zu uns nehmen, dann hat das einen großen Einfluss auf unseren ganzen Körper, auf jede Zelle, auf unsere Haut, auf unsere Laune, auf unser Energielevel. Und genau aus diesem Grund bin ich der festen Überzeugung, dass es unfassbar wichtig ist, welchen Treibstoff wir tanken. Weil jede Zelle unseres Körpers davon abhängt. Und jetzt habt ihr das auch schon so ein kleines bisschen rausgehört, was ich in den letzten Monaten so getrieben habe. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, mein Fernstudium abzuschließen. Ich habe das Ganze vor einem Jahr angefangen und wollte jetzt in den letzten Monaten meine ganze Energie reinstecken, damit ich das erstens so schnell wie möglich abschließe und zweitens, damit ich das auch gut abschließe und nicht einfach nur irgendwie. In den letzten Monaten habe ich mich vollkommen aufs Lernen konzentriert und mir ist es auch gelungen, dieses Fernstudium abzuschließen. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich sagen, hey, du hast doch das ganze Jahr über dein Fernstudium gemacht und hast es doch auch geschafft, Videos zu drehen, Fotos zu produzieren. Was war denn jetzt in den letzten Monaten anders? Und ich kann es euch ganz genau sagen. Neben dem Fernstudium habe ich mich dazu entschieden, einen sehr gewagten, für mich gewagten Schritt zu machen. Das ist etwas, was mir irgendwie Angst bereitet hat, weil nur noch ich dann
für meinen Erfolg quasi verantwortlich bin. Und wir Menschen sind ja oft so gepolt, dass wir genau diese Verantwortung vermeiden wollen. Und in den letzten Monaten habe ich an meinem großen Traum gearbeitet. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe gesagt, ich werde euch das alles erzählen, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Und jetzt ist es es. Ich habe mich selbstständig gemacht als Make-up-Artist und als Ernährungsberaterin. Make-up und Beauty hat mich mein Leben lang schon begleitet. Die Persönlichkeitsentwicklung hat mich dazu geführt, dass ich überhaupt mein Leben, mein Denken, mein Mindset hinterfrage, meine Glaubenssätze hinterfrage und mir die Frage stelle, ist das das Leben, woran ich mich zurückerinnern möchte? Ist das das Leben, was ich leben möchte? Und die Ernährungsumstellung hat mir die nötige Energie gegeben, die nötige Kraft, um diese Schritte wirklich zu machen. Und wie bereits erwähnt, baut alles auf dem Fundament auf der Persönlichkeitsentwicklung und der Ernährung, weil Ernährung einfach unser Treibstoff ist und die Persönlichkeitsentwicklung uns überhaupt den Ansporn gibt, unsere Handlungen und unsere Glaubenssätze mal zu überdenken. Und dieses Fundament hat mich bis hierhin gebracht und ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und bei diesem großen Schritt möchte ich euch sehr gerne mitnehmen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Also falls es euch interessiert, falls euch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, Ernährung, Beauty interessieren, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal, schaltet ein und ich würde mich sehr, sehr freuen, meine Niederlagen, aber auch meine Erfolge mit euch zu teilen. Und in nächster Zeit wird es auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr von mir geben. Und auch auf unserem Vlogging-Kanal möchten wir wieder aktiv werden. Also geht da sehr gerne rüber und abonniert. Ich würde mich, oder wir würden uns sehr freuen. Alex sitzt gerade hinter der Kamera. Hallo! Ja! Es geht wieder los. Es wird nicht einfach, das ist mir klar, das ist mir bewusst. Ich habe diesen Schritt gewagt. Puh, ich bin aufgeregt, irgendwie dieses Video online zu stellen. Aber ich bin guter Dinge, ich bin positiv und ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr noch Abonnent seid. Und danke auch an alle, die neu dazugekommen sind, obwohl ich so lange weg war. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.